Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mal Lightroom und Luminar miteinander vergleichen. Das bedeutet, ich werde in beiden Programmen dasselbe Bild, also dieselbe RAW-Datei bearbeiten und auch mit den gleichen Filtern bzw. mit den gleichen Reglern und dann einfach mal gucken, ob wir genau zu demselben Ergebnis kommen oder ob die beiden RAW-Converter sich doch so ein bisschen zumindest unterscheiden in ihrer Interpretation. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. So, ich habe ein Bild aus Dubai mitgebracht, was ich jetzt hier mal bearbeiten möchte. Das habe ich jetzt hier einmal in Lightroom geöffnet und genauso habe ich das hier einmal in Luminar geöffnet. Ja, und dieses Bild wurde geschossen mit einem Fisheye-Objektiv. Ich glaube, ja doch, 12 mm hat das Ganze. ISO 100, Blende 6.3 und 4 Sekunden Verschlusszeit. So, und ich möchte jetzt einfach mal anfangen. Ich werde das Bild jetzt als erstes mal hier in Lightroom bearbeiten und dann probieren, dieselben Filter auch in Luminar anzuwenden und mit den exakt denselben Einstellungen. Dann wollen wir am Ende dieses Bild oder diese beiden Bilder dann miteinander vergleichen und schauen, ob es da Unterschiede gibt in der Bearbeitung beziehungsweise wie die Programme die RAW-Dateien interpretieren. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei rumkommt. Ich werde jetzt hier einfach mal anfangen und die Tiefen ein bisschen aufhellen. Ich denke mal so ungefähr plus 60 ist hier in Ordnung. Und die Lichter werde ich auch so ein bisschen abdunkeln, gerade hier oben in dem Himmel. Hier ist die Sonne untergegangen, hier rechts oben. Das kann man hier noch ein bisschen abdunkeln. Ich denke mal so minus 70 ungefähr sollte hier ein ganz guter Wert sein. Okay, dann werde ich insgesamt ein ganz kleines bisschen mehr Belichtung reingeben, aber nicht viel. Ich denke mal so plus 0,2 ist hier gut. Und dann werde ich hier noch mit gedrückter Alt-Taste den Weißwert und den Schwarzwert wieder setzen. Ja, also jetzt hier ungefähr plus 9 und bei dem Schwarzwert gehe ich mal, da kann ich ein bisschen weiter runtergehen. Es ist immerhin ja eine Aufnahme zur blauen Stunde, beziehungsweise es ist schon fast eine Nachtaufnahme. Da gehe ich mal hier so auf minus 18. Also das Bild kann ruhig ein bisschen dunkler sein. Du siehst jetzt hier auch am Histogramm, dass es hier eher so ein bisschen linkslastig ist. Also hier an die Schwarzwerte, da stößt es schon an. Sieht man hier oben an diesem kleinen Dreieck, aber das ist kein Problem. Dann werde ich insgesamt noch ein bisschen Kontrast hinzugeben. Ich denke mal so ungefähr plus 10 ist noch ganz gut. Wenn ihr euch jetzt wundert, da kam auch letztens wieder die Frage auf in den Kommentaren, warum ich erst immer so spät die Profilkorrekturen aktiviere. Ihr habt durchaus recht, das kann man direkt am Anfang machen. Allerdings ist es so, dass wenn man die Profilkorrekturen am Anfang aktiviert, ist es zumindest bei mir so, dass mein Rechner wesentlich mehr Power und Kapazitäten braucht, um die anderen Regler dann irgendwie verarbeiten zu können. Von daher mache ich das immer ein bisschen später. Ich weiß, dass das Bild dadurch nochmal ein bisschen heller wird. Ich gucke es mir dann an. Falls es mir dann zu hell ist am Ende, dann kann ich ja immer nochmal zurückgehen in die Grundeinstellung und die Belichtung wieder ein bisschen runterziehen. Von daher, das ist ja ganz schön an Lightroom, dass man da halt wirklich immer nicht destruktiv arbeitet. Ja? Nur, dass ihr es wisst, warum das bei mir so ist, warum ich das so mache. Wenn ich jetzt hier in dem Fall die Profilkorrekturen anwende, dann siehst du schon, was passiert. Gar nicht gut. Ich möchte diesen Fischer-Effekt eigentlich gar nicht unbedingt raus haben. Von daher werde ich das jetzt auch mal so lassen. Mir gefällt es hier ganz so gut so, wie das so ein bisschen aussieht, als würden wir hier quasi am Ende der Welt stehen und so ein bisschen die komplette Weltkugel hier sehen. Ja, also das kann man machen, aber ich finde es halt einfach nicht schön, den Effekt. Ja, und es verzerrt hier extrem an den Seiten, von daher lasse ich das einfach. Die chromatischen Aberrationen werde ich allerdings entfernen. Okay, dann gehe ich noch in die Detailspalette, werde mein Bild so ein bisschen schärfen mit einem Standardwert von 80 hier ungefähr. Und das Ganze wird auch wieder mit gedrückter Alt-Taste so ein bisschen ausmaskiert, dass wir hier tatsächlich nur noch die Stadt haben, der Himmel, das Wasser und so weiter. Die sind schwarz, das bedeutet damit nicht geschärft. So, jetzt können wir noch ein bisschen in die HSL-Tabelle reingehen und so ein bisschen an den Farben noch spielen. Denn ich bin der Meinung, dass man hier so ein bisschen was noch verändern könnte. Und zwar finde ich hier so diesen Kontrast, diesen Kontrast zwischen Blau und Orange, den finde ich extrem cool. Das sind Komplementärfarben, passt also sowieso ganz gut zueinander. Also die beiden Farben möchte ich so ein bisschen hervorheben. Alle anderen Farben möchte ich eigentlich so ein bisschen von der Sättigung rausnehmen. Nicht zu viel, aber so ein bisschen zumindest. Ja, also da können wir hier einfach mal das Ganze so ein bisschen runterziehen und uns so ein bisschen mehr auf zwei Farben hier konzentrieren. Das finde ich so schon ganz gut. Und dann gehe ich mal hier noch in die Luminanz rein und werde jetzt hier die Gelb- und die Orange-Werte so ein bisschen aufhellen, die Rot-Werte so ein ganz bisschen heller machen noch. Ja, die Blau-Werte möchte ich so ein ganz bisschen dunkler haben, damit der Himmel noch so ein bisschen dunkler wird. Genauso das Aquamarin. Grün können wir so lassen. Das gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Und dann gehen wir mal noch in die Teiltonung rein. Und da möchte ich die Lichter
auch so einem Orange-Schwert geben hier. Ja, also im Moment sieht man das noch gar nicht. Ich kann hier die Alt-Taste dabei drücken. Dann sehe ich jetzt hier immer das Ganze mit 100%iger Sättigung. Werde jetzt hier aber die Sättigung mal auf ungefähr 10 stellen. Ich glaube, viel mehr brauchen wir gar nicht. Vielleicht machen wir 15. Das sollte aber vollkommen ausreichen. So, und genau das Gleiche werde ich jetzt hier mit den Schatten machen, nur dass ich die so in ein Blau färbe und dann auch hier die Sättigung auf ungefähr 15 stelle. Und dann hat man hier eine ganz schöne Sache noch mit dieser Teiltonung. Ich mache die mal vorher, nachher. Ja, man sieht es nicht so doll, aber ich bin sowieso so ein Freund davon, man muss ja nicht immer übertreiben in der Bildbearbeitung. Ja? Also das ist für mich schon völlig ausreichend. Okay, ich denke mal, ich zeige jetzt mal einen ganz kurzen Vorher-Nachher-Effekt. So sah das Bild vorher aus und so sieht es jetzt aus. Ja, es ist nicht so viel passiert. Werden mal schauen, dass wir hier auf jeden Fall noch eine kleine Vignette einbauen. Das können wir auf jeden Fall noch machen mit minus 10. Ich werde so ein bisschen Dunst entfernen noch reinbringen hier in das Bild, um noch so ein bisschen mehr Kontrast drin zu haben. Ich glaube, ich gehe auch nochmal in die Grundeinstellung und werde jetzt hier die Belichtung auch nochmal so ein bisschen höher setzen. Ungefähr 0,4. Ja, dass wir einfach hier mal ein paar mehr Details noch wieder sehen können. Und so sieht das doch schon ganz gut aus. So, dann gehen wir noch ein bisschen Klarheit hinzu. Ungefähr 10. Auch das ist so schon ganz cool. Und ein bisschen mehr Kontrast auch noch. Ja, ich gehe mal auf ungefähr plus 20. So, jetzt machen wir nochmal einen Vorher-Nachher-Effekt. Ja, das sieht auch so schon ganz gut aus, ne? Kann man auf jeden Fall so lassen. Ich überlege gerade, ob ich so einen kleinen Verlauf hier noch mache, aber ich glaube eigentlich, dass es mir so ganz gut gefällt. Ich mag das eigentlich auch mit dem Himmel hier, dass man noch sieht, dass da die Sonne untergegangen ist. Von daher lassen wir das jetzt einfach mal so. Okay. Viel mehr würde ich jetzt hier gar nicht machen. Ich möchte jetzt direkt mal in das Programm Luminar rübergehen und jetzt diese ganzen Einstellungen, die ich hier gemacht habe, auf Luminar übertragen. Und da gehe ich jetzt einfach mal direkt hier rein in das Luminar-Programm und gehe jetzt hier auf Filter hinzufügen. Der erste Filter ist die RAW-Entwicklung hier, denn das ist jetzt hier quasi, sind diese Filter, die ich auch hier in der Grundeinstellungspalette habe. Und jetzt switche ich hier immer mal zwischen den Programmen hin und her und werde jetzt mal überprüfen, dass ich hier auch wirklich die gleichen Werte nehme. Also die Belichtung ist plus 0,4 und der Kontrast ist plus 20. Das kann man sich mal so merken und direkt hier drüben damit anfangen. Also plus 0,4, Kontrast plus 20. Machen wir das mal gleich so. Dann kann ich mich noch erinnern, dass die Schatten auf 60 waren. Ja, ich tipp's mal doch lieber ein. Das ist ein bisschen einfacher. Und die Lichter bei minus 70. So, was hatten wir noch? Die Weißtöne und die Schwarzwerte haben wir noch gemacht. Die stehen bei plus 9 und minus 18. Das werden wir mal auch direkt so übernehmen hier. Plus 9, minus 18. Und die Klarheit hatten wir bei 10. Das weiß ich auch noch. So, gut. Das ist jetzt mal so der erste Filter, den wir hatten. Dann gehen wir mal wieder rüber in Lightroom und schauen, was wir noch gemacht haben. Wir waren in der HSL-Tabelle hier drin. Und die HSL-Tabelle gibt es natürlich auch hier. Da muss ich mal ganz kurz hier ein bisschen weiter runter scrollen. Hier haben wir die HSL-Tabelle. Und das ist der nächste Filter, den wir jetzt hier anwenden. So, in den Farbtönen haben wir, glaube ich, gar nichts gemacht in Lightroom, wenn ich mich nicht täusche. Ich gucke nochmal vorsichtshalber rein. Genau, da haben wir nichts gemacht, sondern in der Sättigung, da haben wir das Rot auf minus 16 gestellt und das Grün auf minus 29. Das können wir gleich mal machen hier. Sättigung minus 16 und das Grün minus 29. Ich hoffe, die Werte stimmen jetzt noch. Ich habe ein echt schlechtes Kurzzeitgedächtnis, muss ich echt mal zugeben. Aber wir kontrollieren das hier nochmal. Minus 16, minus 29 und dann haben wir das Lila, minus 23 und minus 19. Okay, das können wir hier auch noch machen. Minus 23 und minus 19. Und dann gehen wir mal noch in die Luminanz rein, denn da haben wir auch was verändert. Und zwar sind wir jetzt hier plus 3, plus 11, plus 9. Plus 3, 11 und 9. So, gehen wir nochmal rüber in Lightroom und hatten noch das Aquamarin auf minus 15 und das Blau auf minus 5. Minus 15. Minus 15. Und minus 5. So, dann sind wir mit der HSL-Tabelle nämlich auch soweit durch. Ich mache die beiden Filter hier mal so zu. Die kann man so zuklappen. Dann hat man ein bisschen bessere Übersicht. Ich gehe nochmal in Lightroom rein. Was haben wir noch verändert? Wir hatten eine Teiltonung.
Die werden wir jetzt natürlich auch hier in Luminar noch einfügen. Muss ich auch mal wieder suchen, ob es das hier gibt. Teilfärbung, ja, das ist, denke ich mal, genau das, was wir hier wollen. Genau, da haben wir den Farbton und die Sättigung. Also der Farbton ist bei 24 und die Sättigung bei 15. Können wir hier gleich mal übernehmen. 15 war die Sättigung und der Farbton, ich habe ja gesagt, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, 24. So, 24. Und das Gleiche machen wir jetzt auch nochmal 192 und 15. 192. Und die Sättigung war bei 15. So, dann haben wir auch das. Die Balance haben wir so gelassen. Auch in Lightroom haben wir die nicht geändert. Dann sind wir mit der Teilfärbung auch fertig. Und wir gehen weiter und schauen. Jetzt habe ich noch in den Details was verändert. Die chromatischen Aberrationen habe ich entfernt und habe eine kleine Vignette hinzugegeben. Okay, also wir werden als erstes das Bild mal noch schärfen. Dafür suchen wir mal, ob wir hier auch den Details-Regler hier irgendwo haben. Es gibt einmal Struktur, es gibt einmal Klarheit, aber wir haben mit Sicherheit hier auch einen Detailregler. Einfach mal kurz gucken, ob wir hier sowas haben. Details, Details, Mikrostruktur. Ja, also es gibt hier verschiedene Sachen, die man dafür nehmen kann. Es gibt hier also keinen Filter, der wirklich Details heißt, sondern hier haben wir andere Filter, die heißen jetzt einfach anders. Und da schauen wir jetzt als erstes mal, dass wir hier einen geeigneten Filter finden. Ja, also Struktur würde ich jetzt dafür eher mal nicht nehmen, sondern eher so, hier haben wir Detailverbesserungen, seht ihr? Also ich arbeite auch noch nicht so lange mit Luminar, von daher entschuldige, dass ich jetzt hier ein bisschen länger gesucht habe, aber Detailverbesserung. Und ja, das ist jetzt nicht genau dasselbe, wie wir in Lightroom haben. Von daher muss man jetzt einfach mal gucken, ob das wirklich so dem dann entspricht. Ich werde jetzt hier aber einfach mal so ein kleines bisschen das Bild hier schärfen, sowohl in den kleinen Einzelheiten als auch in den Mitteleinzelheiten und in den großen Einzelheiten auch so ein bisschen. Ja? Maskieren ist hier schon von vornherein so ein bisschen angewählt, aber man sieht jetzt hier schon, wie krass das hier eigentlich dargestellt wird. Von daher muss man hier echt so ein bisschen aufpassen. Ich nehme das jetzt hier mal wieder so ein bisschen zurück, weil das echt ein bisschen Overkill ist. Von daher, ja, schauen wir einfach mal. Ich denke, so sieht das Ganze doch ganz gut aus. Ja, so haben wir die Schärfe einigermaßen drin. Okay, dann haben wir noch eine Vignette hinzugefügt. Das mache ich jetzt auch noch hier schnell. Da hatten wir minus 10 bei Lightroom. Ja, minus 10, perfekt. Das können wir jetzt hier auch schließen. Und ich glaube, das war's. Viel mehr hatten wir hier nicht gemacht in Lightroom, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Dunst entfernen haben wir mit plus 4 drin. Okay, dann mache ich jetzt mal der Einfachheit halber. Den nehme ich mal wieder raus. Und dann haben wir jetzt nämlich alles, was wir in Lightroom gemacht haben, auch in Luminar. Und jetzt kann man das Ganze mal so miteinander vergleichen. Also ich werde jetzt hier, schau dir das Bild jetzt hier einfach mal an. Ich werde das jetzt hier noch ein bisschen größer machen. Das ist jetzt hier das Ergebnis in Lightroom und das ist das Ergebnis in Luminar. Und wenn man das jetzt mal so miteinander vergleicht, dann muss ich sagen, man sieht schon kleine Unterschiede. Ja? Also es ist jetzt nicht doll. Aber hier zum Beispiel die Farbinterpretation von den Orangewerten. Guck dir das mal hier unten an, an dem Hochhaus, ganz unten hier auf dieser Straße. Siehst du das hier in der Mitte unten? Wenn du da jetzt mal auf das Orange achtest, das sieht halt in Lightroom schon deutlich anders aus. Ja, das ist wesentlich dunkler. Und wir haben ja in der HSL-Tabelle sowohl hier als auch in Lightroom gearbeitet. Und da sieht man halt einfach schon einen Unterschied, dass hier die Farben schon ein bisschen anders wiedergegeben werden als in Lightroom. Ja? Also da gibt es schon kleine Unterschiede. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich da nichts vergessen habe, irgendwo noch umzustellen, dass ich jetzt hier mir kein falsches Urteil erlaube. Aber so nach meinen Ergebnissen jetzt hier, wenn man probiert, das wirklich so eins zu eins nachzubauen, dann gibt es Unterschiede in der Interpretation der RAW-Dateien. Und das war mir eigentlich auch von vornherein klar. Es sind unterschiedliche Programme, unterschiedliche RAW-Converter und von daher ist es ja auch gut so. Jetzt muss einfach jeder für sich selber entscheiden, mit welchem Programm er wirklich arbeiten möchte am Ende. Ich würde dir vorschlagen, einfach mal beide Programme auszuprobieren und dann selber zu entscheiden, was dir besser gefällt. Ja, also dem einen gefallen ja die Farben ein bisschen besser, dem anderen gefallen die Farben ein bisschen besser. Von daher probier das einfach mal aus.
Wenn du Luminar noch nicht hast, dann schau mal unter dem Video in die Videobeschreibung. Da gibt es nämlich einen Link. Erstens kannst du über diesen Link dieses Programm kostenlos testen. Ich kriege eine kleine Provision dafür. Dich kostet es nichts extra, beziehungsweise kostet es erstmal gar nichts. Von daher, du würdest den Kanal hier so ein bisschen mit unterstützen. Und wenn du tatsächlich die Vollversion dann auch kaufen möchtest, dann kannst du diese statt 69 für 59 Euro erwerben mit dem Promocode, der unten in der Videobeschreibung steht. Also das solltest du auf jeden Fall nutzen. Und ja, ich hoffe einfach, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare schreiben und natürlich den Kanal nicht vergessen zu abonnieren, falls es noch nicht geschehen ist. Ansonsten, wenn du mehr zu Lightroom wissen möchtest, da gibt es im Moment einen richtig coolen Videokurs von mir auf meinem Online-Store www.stefanschäfer-store.de. Einfach mal vorbeischauen. Also, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Ciao.